In Berlin sind erneut tausende Menschen gegen steigende Mieten auf die Straße gegangen. Hintergrund der Demonstration ist der gekippte Berliner Mietendeckel. Zum Protest aufgerufen hatte das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Ich finde, dass es schon Zeit ist, auch mal als Mieter noch ein Zeichen zu setzen. Und der Profitgier vieler Gesellschaften, vieler privaten Investoren doch versuchen, was entgegenzusetzen. Ich finde, wir müssen so viel Druck erzeugen mit Demonstrationen und anderen Aktionen, dass die Politik, die politisch Verantwortlichen gezwungen sind, Einfluss auszuüben auf die großen Wohnkonzerne. Das Bundesverfassungsgericht hatte in einer Entscheidung Ende April das Landesgesetz zum Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt.